Läuft die Aufnahme? Mhm. Ja. Gut. Läuft die Aufnahme? Ja. Ja? Ja? Gut. Läuft die Aufnahme? Ja. Läuft die Aufnahme? Ja. Die meisten gehen heute wieder arbeiten. Sinngemäß tun wir das auch. Sinngemäß tun wir das auch. Wir sorgen für neue Aufnahmen. Noch 25 Minuten, dann eröffnen die. Noch 15 Minuten, dann eröffnen die ersten Fahrattraktionen endlich. Ja, wie war das sich? War cool. Aber ich kann mich immer noch nicht dran erinnern. Macht nichts. Mann, die hat aber auch noch eine Power drauf, so, ne? Für ihre 40 Jahre fast so. Guck mal, die Stütze hat ein Polster, damit die Kinder da nicht gegenlaufen. So Lilly, wenn wir jetzt schon nass sind, hey, können wir auch gleich die nächste Wasserbahn fahren. So, ein Fahrgeschäft mit einem sehr langen Namen, bestehend aus vier zusammenhängenden Wörtern. Die Blumenmeer-Bootsfahrt. Achso, ich hab schon wieder vergessen. Und hier ist das Blumenmeer. Genau, frischer Pizza im Wochenende. Unser Stammplatz, wir sitzen hier irgendwie immer. Ich habe mir jetzt sowas Italienisches bestellt. Wie heißt das? Pardina mit Landschinken, Rucola, Ricotta und dazu ein Bruschetta mit Avocado und Kürbis. Ganz exquisit und nicht ganz ungesund. Nessie ist übrigens eine weltweite Rarität, weil sie als Inversionsachterbahn trotzdem nur so eine ganz normale, so einen Beckenbügel hat, so einen klassischen. Gibt es nur noch ganz, ganz selten auf der Welt. Du bist zerzaust. So muss man aussehen nach einem Freizeitparkbesuch. Alle anderen, die so nicht aussehen, da weißt du immer schon gleich, naja, die sind vielleicht ein Maskettenkarussell gefahren. Der Weg führt uns heute, wie versprochen, in den Vogelpark Niendorf. Zunächst müssen wir hier einen kleinen Wanderweg, bla blu, bla blu, bla bla. Ja, ich warte ja ein bisschen runter an. Ja. Wir gehen ja gleich noch weiter. Hast du keinen Stab? Nein. Als Menschen oft. Sie hatten gerade so einen Stinker da. Nein, das waren die Blumen. Ach, die Blumen. Ja. So, jetzt gehen wir nochmal zur... Aua, ah, ist das heiß. Ah, hier werden Badeschuhe angebracht. Hallo Lilly. Okay. Toll. Was ist denn da im Arm, Schatzi? Mein Freund. Rundgang. Jetzt geht's rund. Gesundheit. Kannst du den gehen streicheln? Der ist ganz zahm. Den will er nicht, okay. Was für ein Hinweisschild erwartet man bei so einer Attraktion? Stühle verboten. Guck mal, Lilly. Hier, eine ist ausgebrochen. Wie steht da jetzt? Ich darf jetzt nicht das zeigen, was ich gerade zeigen muss. Welche ist ausgebrochen?